heute 12 Fragen mit Johannes Gallimagal. Und wir fangen mit der ersten Frage an. Was sind denn deine Hobbys? Also mein größtes Hobby ist sicher das Rote Kreuz. Ich bin Sanitäter in Frontleiten und auch Lehrbeauftragter für Erste Hilfe. Also ich mache auch Erste Hilfe Kurse, nicht nur in Frontleiten, sondern auch im ganzen Bezirk, Graz Umgebung. Und das ist ein sehr zeitraubendes oder glückbringendes Hobby, sagen wir mal so. Ein sehr lobenswertes Hobby. Danke, dass du hilfst, Leben zu retten, sage ich. Ja. Die zweite Frage, für dich ist am wichtigsten? Meine Familie. Du bist bei der Wir seid? Ich bin seit 2015 im Gemeinderat vertreten als Mandatar. Ich kann mich aber noch gut erinnern auf unsere erste Plakatserie. Das war Ferialjob Lust statt Ferienfrust. Das war im August oder im Juli 2009. Das heißt, ich bin eigentlich auch schon von Anfang an dabei. Okay, noch ein Gründungsmitglied. Rückblickend, was war denn dein Highlight bei der WIR? Da waren sehr viele Highlights. Ich bin ja 2015 das erste Mal in den Gemeinderat gekommen. Bei einem Highlight definitiv sind wir gerade. Das ist der Kinderspielplatz im Volkshauspark, der durch, ich sag jetzt, meinen Ausschuss, wo ich die Obmannschaft übrig habe, durchgegangen ist. Und in Kombination mit dem auch das Verbot vom Glyphosat-Einsatz in der Stadtgemeinde. Dein Lieblingssport? Ist jetzt ein bisschen altvaterisch, aber Golf. Ich bin seit zwei Saisonen begeisterter Golfspieler. Und das ist ein irrsinnig lustiger Sport. Geht viel ums Fokussieren, viel um Bewegungsablauf und sehr empfehlenswert. Was ist denn deine Lieblingsband oder Lieblingsinterpret? Da bin ich ein Kind der 90er. Das sind die Fantastischen Vier wahrscheinlich. Dein Lieblingssong? Die da. Dein Lieblingsbuch? Das wechselt, das ist immer gerade das Buch, was ich gerade lese. Also im Moment habe ich gerade eine Stephen King-Phase irgendwie. Dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist von Sergio Leone, Zwei glorreiche Halunken. Also ich habe jetzt 100 Mal, weiß ich noch nicht, ob ich ihn gesehen habe, aber ich bin ziemlich nahe dran. Am wohlsten fühlst du dich, wenn oder bei? Wenn Feierabend ist, zu Hause, wenn so das Stresslevel ein bisschen nachlässt, da geht es mir richtig gut. Wenn du jetzt so zurückdenkst an deine Zeit bei der WIR, was ist denn sowas, was dir gern wieder in den Kopf kommt? Ich glaube, dass wir in den letzten 5 Jahren viel für Frontleiten gemacht haben, speziell auch das Verhindern von dem Giftmüll im Görschitztal war sicher ein Highlight oder was, worauf ich mich gern zurückerinnere, gleichsam eben mit dem Glyphosatverbot. Ich glaube, dass wir da für die nächsten Generationen wirklich was gemacht haben. So, und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage. In den nächsten Jahren, was sind denn deine Ziele beruflich, politisch und privat? Naja, privat und beruflich einfach, dass man sich halt weiterentwickelt, dass man nicht stehen bleibt. Und politisch hoffe ich, dass wir in der nächsten Legislaturperiode, also 2020 bis 2025, auch wieder so aufgestellt sind, dass wir mitgestalten können, dass wir was machen können und dass wir nicht nur blockiert werden. Super, dann sage ich vielen Dank für dieses Interview. Ja, bitte gern.